Jetzt haben wir uns erstmal einen schönen runden Zylinder hergestellt und anhand dessen können wir uns jetzt wirklich so an die Form heranarbeiten. Fuck die Arsch, Katastrophe. Ihr seht, das hat nicht so wirklich funktioniert. Wir machen es jetzt mit der Flex erstmal. Jetzt benutzen wir das Teil natürlich noch einmal. Das soll ein herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video bauen wir was richtig Praktisches für alle Drechsler. Denn ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr ein eigenes Video sehen möchtet, in dem ich euch zeige, wie man dieses schöne Werkzeug hier besser macht, neu macht und vor allem die Schneide mal richtig formt. Ich zeige dir mal das Werkzeug. Vor mehreren Jahren habe ich schon angefangen, das ist bestimmt auch schon wieder 7-8 Jahre her. Da habe ich mal versucht, mir einen Meißel für die Drechselbank selbst herzustellen. Ich hatte da wirklich nicht viel Werkzeug, da hatte ich mal eine Flex und einen echt gammeligen Doppelschleifer. Hat aber einigermaßen gut funktioniert, aber richtig scharf war das Werkzeug natürlich nie. Ich habe mir außerdem hier diesen schönen Griff gedrechselt. Kleiner Tipp an euch, wenn ihr das Ganze beizt, macht es nicht so wie ich und benutzt es dann einen halben Tag später, weil dann färbt diese Beize ganz arg ab und da habt ihr die ganze Hand immer rot. Deswegen ist hier auch nicht mehr so viel Beize drauf. Die Krone hier, die war auch nie so wirklich toll, die war auch scharfkantig. Da werde ich mir was anderes überlegen, das seht ihr dann im Video. Aber was machen wir heute eigentlich so roundabout? Im heutigen Video werde ich dir zeigen, wie man sich einen Griff drechselt. Da habe ich hier einen schönen alten Griff, so ein bisschen als Vorlage. Mir gefällt die Form sehr, sehr gut. Auch die Länge vom Werkzeug finde ich sehr, sehr gut. Und aus dem Grund werde ich das hier so ein bisschen als Vorlage holen. Außerdem werden wir hier vorne die Schneide mal wieder herrichten und das Ding auch scharf machen, dass man es benutzen kann. Und dann werde ich dir zeigen, wie man das Ganze an der Drechselbank bohren kann, somit hier dieses Werkzeug ideal hier reinpasst. Wichtig, wenn ihr euch so ein Werkzeug selbst baut, schaut einfach, dass ihr guten Stahl habt. Das hier ist HSS-Stahl. Woran sieht man das? Ganz einfach, ich zeig's dir jetzt. Grob über die Bank gesagt, kann man sagen, grob über, ihr wisst, was ich meine, kann man einfach sagen, wenn hier wenige Funken entstehen beim Schleifen, dann ist das schon ein bisschen besserer Stahl, Hochleistung, Schnellarbeitstahl, kann man, denke ich, so schon sagen. Ich zeig dir es einmal. Und ihr seht, da entstehen eigentlich keine Funken. Das Werkzeug hier, das ist auch wirklich sehr, sehr harter Stahl. Das wird auch ein bisschen dauern, bis man das hier in die richtige Form gebracht hat. Also hier noch einmal direkt im Vergleich, dann seht ihr es nur ein bisschen besser. Es sind so gut wie keine Funken entstanden. Jetzt habe ich hier ein anderes Werkzeug, da war das Material nie so richtig gut zum Drechseln. Und da seht ihr direkt, dass da sehr, sehr viele Funken entstehen. Ich zeige dir noch das Amalsorium von einem richtig tollen Material, was ich zum Glück noch von meinem Großvater habe. Das habe ich mir irgendwie cooler vorgestellt. Ich versuche es nochmal. Das hier ist die schöne Kiste und da haben wir noch ein bisschen Werkzeug drin, also ein bisschen Material für weitere Drechselstähle. Ich zeige da einfach mal so ein paar Eisen. Ich habe mir so selbst schon länger nicht mehr angeschaut, welche man umfunzen könnte zu Drechseleisen. Hier gerade ein Beispiel, das hier ist Gigant 100 Stahl. Ich glaube, das ist irgendeine Werkzeugstahlsorte. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren berichtigen. Aber auf jeden Fall wird das hier auch schon ein gutes Material sein, um zu drechseln. Ihr seht hier noch ein paar Stähle. Da steht jetzt zum Beispiel nichts drauf, aber das hier müsste eigentlich auch HSS sein, denn hier drin ist eigentlich fast alles HSS. Hier diese ganzen Größen sind wirklich mega praktisch, wenn ihr euch kleine Schaber baut. Ein paar Exoten. Das ist übrigens, glaube ich, ach, das ist ja geil. Ich bin so verplant, warum habe ich das nicht schon vorher nochmal durchsucht? Da haben wir noch ein Messer. Ich bin so ein Messi. Hier seht ihr zum Beispiel Stahl, den ich eben am Schleifbock rangehalten habe. Das ist zum Beispiel, finde ich, nicht so gutes Material, weil es halt die Schärfe nicht so lange hält oder in dem Fall den Grat hier vorne. Hier, das ist vielleicht was für die Saarländer. Röchlingstahl wird meines Wissens nach nicht mehr Röchlingstahl bezeichnet. Geile Geschichtsstunde. Wie gesagt, ihr könnt es auch selbst googeln. Das ist das Saarstahl-Stahlwerk. 1978 wurde diese Röchlinghütte an Saarstahl AG verkauft. Das bedeutet, dass ich einmal mal davon ausgehe, dass hier dieser Stahl noch vor 1978 ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die bei Saarstahl Aktiengesellschaft Röchling draufschreiben, sondern eher Saarstahl. Berichtigt mich aber sehr gerne, wenn ihr es besser wisst. Röchling Gigant 77. Also Gigantstahl sollte Werkzeugstahl sein. Aber eigentlich hatte ich noch irgendwie in Erinnerung, dass ich da so ein Stück Stahl hatte, wo sogar noch Kruppstahl draufsteht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen älter. Also, ja, wie gesagt, wenn ihr es besser wisst, haut es einfach in die Kommentare rein. Aber das hier ist halt alles gutes Material. Und wenn ihr euch selbst ein Drechseleisen herstellen möchtet, zum Beispiel hier einen Abstechstahl oder einen Schaber, dann schaut einfach mal nach Werkzeugstähle. Mitunter sollte da dann auch Gigant Werkzeugstahl auftauchen. Natürlich muss jetzt das erste Mal hier dieser Griff runter, denn den machen wir ja in der heutigen Folge auch neu.
Und ich will unten hier diese Spitze, das hat auch, glaube ich, einen besonderen Namen, den ich aber nicht kenne. Das Teil muss ich erst ein bisschen dünner schleifen, damit das dann nicht den Griff aufdrückt. Ihr seht, das hat nicht so wirklich funktioniert. Wir machen es jetzt mit der Flex erstmal. Ihr seht jetzt das Metallteil und ich habe die Ecken hier, das war mir sehr wichtig, gut abgerundet. Dass wenn ich das Werkzeug in der Hand habe und ich mal einen Schlag bekomme, das kann ja auch durchaus mal passieren, dass ich mir hiermit nicht die Finger aufschneide. Ihr lacht vielleicht, ist mir aber tatsächlich schon mit einer Röhre passiert, die an den Ecken relativ scharfkantig war. Schaut, dass dieses Teil hier nicht zu dick ist und dass es unten so ein klein wenig spitz zuläuft und dass es fluchtet. Denn wenn das es nicht tut, dann kann es halt sein, dass das Werkzeug später ein bisschen schief im Halter ist und das ist aber nicht schön. Ich wollte mir eigentlich aus Messing jetzt ein Stück drehen, aber ich finde gerade kein Stück Messing, was groß genug im Durchmesser ist. Aber ich habe hier ein Stück Metallrohr gefunden, was auch super passt. Der Innendurchmesser mit 16, der ist dann so wie bei den anderen Röhren, wo ich auch dran Maß genommen habe. Und ich muss es quasi jetzt einmal hier von der Plan fahren, abstechen und dann noch einmal Plan fahren, damit auch die Oberfläche gut ist. Und das machen wir jetzt schnell an der Drehbank. Das hat doch einfach funktioniert. Man hat fast nichts gehört. Das ist wahrscheinlich heiß wie der Dämon. Oh, ganz zum Glück. Ich habe jetzt gerade ein Stück Walnuss zugeschnitten. Ja, ich werde den Griff aus Walnuss machen. Aber nur, weil mir diese dunkle Holzfarbe sehr, sehr gut gefällt. Und die Maße auch gerade eigentlich ganz gut gepasst haben. Und jetzt können wir das auch schon die Drehbank einspannen. Und weil mir hier diese Griffform schon sehr, sehr gut gefällt, werde ich das hier auch als Vorlage holen und den Griff danach nachtrickseln. Jetzt haben wir uns erstmal einen schönen runden Zylinder hergestellt und anhand dessen können wir uns jetzt wirklich so an die Form heranarbeiten. Wir haben ja nicht so viel Luft, deswegen muss ich hier auch ein bisschen aufpassen. Ich mache mir jetzt ein paar Hilfsmarkierungen, damit ich mal weiß, wo was was ist. Als nächstes kümmere ich mich mal zunächst hier vorne um dieses Stück, damit das da später auch genau drauf passt. Und wir haben einen Innendurchmesser von 16,2 in etwa. Und werden das jetzt erstmal runterdrehen, damit hier unser Kopf drauf passt. Ihr seht, ich mache die Maschine jetzt bewusst aus, weil ich jetzt hier mit einem normalen Messschieber den Durchmesser erfasse. Und mit einem normalen Messschieber dürft ihr auf keinen Fall ans laufende Stück rangreifen. Es funktioniert zwar schon, aber da ist halt die Gefahr groß, dass ihr euch mit den Spitzen hier verrennt und dann einfach hier drin hängen bleibt. Deswegen macht die Maschine dann lieber aus. Das ist ein gutes Stück, sicherer. Das könnte auch schon hinhauen. Ihr seht, die Hülse ist drauf und ich denke, ich werde mir hier gerade was Kleines ausdenken, damit ich die Hülse auch mal komplett hinten pressbar bekomme, weil das will ich ja mal ausprobieren. Aus dem Grund drehe ich das jetzt hier wieder fest. Halt jetzt einmal. Jetzt kann man es nämlich auch gerade schleifen. Jetzt ist unsere Hülse auch nämlich schon da, wo sie hin soll. Und wir haben direkt unser Kleines gebaut, dass wir es schleifen können. Fuck die Arschkatastrophe. Yeah.
Das war's auch eigentlich schon mit den Drechselarbeiten. Jetzt kann ich erstmal Finish drauf patchen. Und das wird wieder schön bei Walnuss. Die Drechselarbeiten sind... Oh, warum habe ich immer gerade das komplett frisch gedrechselte auf dem Boden? Die Drechselarbeiten sind fertig und den Rest werde ich jetzt hier am Tellerschleifer runterschleifen, damit wir gleich das Loch bohren können, denn da gibt es auch einen kleinen Kniff. Hier vorne unsere Krone habe ich noch schwarz lackiert, damit das ein bisschen schicker aussieht. Und die passt jetzt hier drauf. Die mache ich nämlich auch extra schon drauf für die weitere Bearbeitung gleich. Denn jetzt muss hier natürlich noch ein Loch rein. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Methode kennen, aber die ist wirklich sehr, sehr praktisch, weil die auch sehr einfach und genau natürlich ist. Denn das Loch werden wir ja, wie gesagt, an der Drechselbank bohren. Und dafür brauchen wir auf der linken Seite Bohrfutter. Und rechts müssen wir den Mitnehmer, die Zentrierspitze meine ich, natürlich rausholen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr gegen solche festsitzenden Backen tut. Das geht wirklich sehr, sehr schwer. Was könnte man da tun? Schreibt es in die Kommentare. Der Clou bei der ganzen Sache ist einfach, dass wir den Griff hinten in den Morsekegel einlegen. Dann haben wir nämlich eine Führung, dass der Bohrer genau mit dem Holz bohrt. Ich habe eben schon die Mitte einmal so ein bisschen angepiekst per Auge. Und die werden wir jetzt auch genauso bohren. Jetzt mal schauen, ob die Mitte passt. Die passt sehr gut. Und als nächstes können wir das Werkzeug zusammenbauen und ihr seht, das spreizt eigentlich nur hier auf den letzten Zentimeter. Das ist aber eigentlich ausreichend. Und als Unterlage nehmen wir uns jetzt erstmal ein Stück Leder, damit wir uns den gerade neuen gedrechselten Griff nicht verdeppern. Und jetzt können wir es einschlagen. Und ihr seht jetzt, das Werkzeug fluchtet richtig schön in beide Richtungen. Und außerdem kann ich euch jetzt hier auch direkt nochmal zeigen, warum man hier die Krone hat. Denn ihr seht, das Holz ist hier oben gebrochen. Das ist auch nicht schlimm, das ist eigentlich normal. Die Krone hier verhindert einfach nur, dass das Holz komplett auseinander geht und hier kein Halt mehr ist. Das hier ist jetzt schön fest. Und das Werkzeug ist gut befestigt. Jetzt beginnt erstmal die Formphase. Staubmaske kann gut sein. Ihr solltet hier echt eine Staubmaske anziehen, denn dieser Staub von den Steinen ist nicht das Beste für eure Lunge. Als nächstes kann ich hier mein Werkzeug einbauen, um Nägel zu schärfen. Das hier ist rein für Röhren, da gibt es aber noch hier diesen Zusatz. Da kann man hier einfach draufschrauben. Und dann hat man hier eine Anlage für diese Seite und dann kann man die Spitze schön schleifen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, ich werde euch am Anfang das Ganze zeigen. Und dann werde ich es hinter der Kamera fertig machen. Ich habe die Form jetzt angeschliffen, das hat ein bisschen gedauert und ich habe mich auch einmal ein bisschen verschliffen, denn da habe ich hier vorne die Spitze zu dünn gemacht, das hat dann nichts mehr ausgehalten. Da muss man also auch immer so ein bisschen in der goldenen Mitte liegen. Und jetzt mache ich es einmal richtig scharf und dann zeige ich euch das Drechseleisen mal in Action. Natürlich müsst ihr halt echt darauf achten, wenn ihr so eine dünne Schneide schärft, dass er da nur ganz kurz drauf fällt, weil an so einem Doppelschleifer entsteht natürlich Hitze, aber auch nur, wenn man da zu doll drauf drückt. Jetzt benutzt man das Teil natürlich noch einmal. Ihr seht auch hier, dass ich es schon einmal benutzt habe. Aber das machen wir jetzt nochmal.
So, ihr habt gesehen, es funktioniert. Ich zeige euch noch einmal die Oberfläche. Die Oberfläche ist top. Ich hatte hier einmal einen kleinen Nürnberger, ist aber auch vollkommen okay. Ich zeige euch das jetzt noch einmal, wenn es steht, wie das dann schneidet. Und es funktioniert. Wir haben uns selbst ein Drechseleisen gebaut. Richtig tolles Werkzeug. Ich habe vielleicht die Schneide am Anfang ein bisschen dünn ausgeschliffen. So dünn würde ich es nicht machen, weil die halt einfach am Schluss dann nichts mehr aushält. Aber ihr habt gesehen, es funktioniert. Man kann sehr, sehr gut mit Drechseln. Und mit dem Doppelschleifer konnte man auch hier diese dünne Schneide sehr, sehr gut schärfen. Ein paar Leute haben mir geschrieben, ja, das geht nicht, weil das viel zu heiß wird. Und ich denke, das hier hat bewiesen, es funktioniert. Gerade auch bei solchem dünnen Zeug. Man darf halt nicht einfach so draufdrücken wie ein Verrückter. Dann wird es auch nicht so heiß, logischerweise. Das soll es für das Video von heute gewesen sein. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du dir selbst mal Drechseleisen gebaut hast. Würde mich mal interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.